Unsere heutige Römerreise führt uns in das schöne römische Soviodurum, auch bekannt heute als Straubing in Niederbayern an der Donau. Und hier gibt es den Römerpark Soviodurum, den schauen wir uns später an. Und außerdem das sogenannte Gäubodenmuseum, auch bekannt als Gebäudemuseum. Ja, das schauen wir uns jetzt alles an. Viel Spaß! Wir sind jetzt hier im schönen Straubingen. Straubing heißt es. Straubing. Hier bei der Kirche des St. Peters. Da ging früher das römische Fort los. Hier sieht man das noch. Ackerland mitten in der Mitte. Und drumherum war das Fort. Römerpark Soviodurum. Das schauen wir uns später an. Jetzt hier im Stadtzentrum das Gäubodenmuseum. So, hier ist jetzt dieses Gäubodenmuseum. So sieht es aus, wenn man da reinkommt. Ich sage immer Gebäudemuseum. Und hier kauft Steffen scheinbar schon die Tickets. Hoffentlich. 2 sind 10. 20. Das sind Kelten. Aber man hat die Kelten. Sind die. Auch in Römhild sind diese Kelten. Und Latem ist ein Ort in der Schweiz. Ja, steht auch dran. Ah, okay. Bedeutet das waren die Kelten unmittelbar bevor die Römer kamen. Sie hatten ihre Waffen, ihre Töpferei, ihren eigenen Schmuck. Und hier besonders interessant, für das Weben gibt es hier Spinnwirbel aus der Frühbronzezeit, dann aus der Frühlatenzzeit und dann aus der Spätlatenzzeit. Die werden immer besser. Ja, man sieht die Evolution. Hier gibt es einen Römerschatz. Wow! Das ist also der berühmte Schatz von Straubing. Und den kann man jetzt hier erstmal einordnen. Folgendermaßen, die Reiterspiele. Ja, ihr habt tatsächlich in der Römerzeit schon Reiterspiele durchgeführt, von denen wir noch nie was gehört haben. Sollen wir das vielleicht mal lesen? Da die Straubinger Rüstungsteile aus relativ dünnem Messingblech gefertigt sind, ist ihr Einsatz im Kampf umstritten. Gesichert ist ihre Verwendung bei Reiterspielen, turnierartigen Wettkämpfen, über die der Schriftsteller Flavianus Arianus in seinem 136 nach Christus verfassten Reitertraktat berichtet. Ist das tatsächlich schriftlich festgehalten? Ja, warte mal, wer? Flavianus Arianus. Schöner Klang von dem Namen. 136 nach Christus. Ja, zweites Jahrhundert halt, ja. Bei diesen Spielen, deren farbenfrohes Gepränge sicher den nachhaltigsten Eindruck auf die Bevölkerung hinterlassen hat, wurde geschickt militärische Ausbildung mit sportlichem Wettkampf verbunden. Für die Spiele, jetzt kommt's, musste ein geeigneter Platz zugerichtet werden. Ja. Ich hab dich zugerichtet. An denen sich eine Tribüne für die Zuschauer anschloss. Nach dem prunkvollen Eintritt wurden zunächst Übungen von zwei gegeneinander antretenden Mannschaften. Wenn du willst, kannst du es mir aber erzählen, Steffen. Aber kurz. Also ich verstehe es nicht so ganz. Also angeblich sollen zwei Reiter abgewandt dastehen. Wahrscheinlich diese. Aha, und die soll ein Reiter der Gegenpartei mit Speeren bewerfen. Ja, so. Und außerdem kommt aus der verteidigenden Linie auch immer einer rausgeritten und bewirft ihrerseits die Angreifer mit Speeren. Und ist das ein Spiel oder ein Jousting, eine Parade? Es sind ja Paradehelme. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Zeichen der tollen Ausbildung, die gut hier ausgebildet sind. Na, dann schauen wir uns diesen Schatz mal an. Okay. So, wir fangen mal an, das zu erklären. Genau, das ist der Schatz hier von Straubing. Und hier sehen wir Teile von Paradeuniformen von römischen Reitersoldaten. Und es gibt zwei Sorten. Das hier ist die hellenistische Gruppe. Und das? Und das die orientalische Gruppe. Ja. Und das hier ist ein Hinterkopf. Ein Hinterkopfteil, genau. Man weiß nicht genau, zu welchem der Vorderkopf es gehört oder auch zu keinem. Was für ein interessantes Logikrätsel, ha? Dieser Kopf könnte zu einem dieser vier gehören. Oder auch keine. Und diese persische Gruppe, ich würde ja behaupten, die ist jünger als die. Tja, wer weiß. Als vielleicht zur letzten Kohorte hier. Da drin wurde die aufbewahrt. Ja, in Kupferkisteln, wo die Paradeuniform reingehört. Und hier, das sind Beinschienen. Aber vielleicht für Pferd oder für Menschen. Das ist für Menschen. Das ist für Mensch. Die Menschen mussten damit auf dem Pferd sitzen. Voll schwer. Muss man noch sagen, das hier ist eine Minerva, aber wen juckt's, ja? Also vermutlich, würde ich sagen. Wollt ihr noch mehr dazu wissen?
Wahrscheinlich nicht. Also das hier ist wirklich interessant. Ja, ich. Aber das, was ist es? Warte, das ist nicht für einen Puff. Richtig. Ich hätte jetzt zuerst gedacht, da werden sich Frauen bekriegen. Nein, 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 das ist für... Das ist hier quasi die BH-Teile hier oben. Nein, das ist ein großer Kopfschutz. Eine Kopfschutzplatte für Pferd. Hier ist das mal angedeutet. Also sehr cool eigentlich. Das ist aber völlig falsch angedeutet, weil es nur zwei Platten sind. Ja, schon sehr sexy hier. Also in der Mitte sozusagen, über dem Kopf direkt und dann links und rechts mit den Augen. Ja. Also sehr cool dargestellt. Sollen wir zu irgendwas davon einem was erzählen? Hier sind halt verschiedene Gottheiten teilweise dargestellt auf diesen Platten. Also zum Beispiel... Was ist denn das zum Beispiel? Minerva oder Gorgon. Weißt du, was die hier auf Gold ist? Egal, aber hier kann man zum Beispiel... Naja, wahrscheinlich ist es entweder Herkules, Jupiter, Mars oder Minerva. Aber das Erste, was haben wir hier? Medusa ist eine Gorgone. Vermuten wir, ja. Und vielleicht hat die ihre Haare dran, die zu Stein werden lassen? Oder wo ist denn die Gorgone? Das Erste hier, ich würde sagen, die ersten beiden. Links oder rechts. Ja, das hat also gezeigt, das Pferd ist unüberwindbar, unübersiegbar. Wow, ein starkes Pferd. Aber was war das nur für Paraden oder für Spiele? Hier geht es darum, wie diese... Straubinger Rossstirne gefertigt wurden und auf einem dieser Pferdeplatten steht also hier drauf PR.MaterniOfts, das heißt also Offizin des Proclus Maternus. Und das muss also hier irgendwo zu sehen sein. Können wir das finden? Hattest du eine Chance, es zu finden? Also auf diesem Mittelteil hier steht auf jeden Fall irgendwas drauf. Ja, das kann sich nicht lesen. Wo steht's? Hier auf dem da. Oben in der Mitte steht was, aber das sieht eher aus wie Patria. So. Patria, was? Ach, da oben, ja, da steht vielleicht was. Wann wurde der Schatz denn vergraben? Ja. Zweite Hälfte, drittes Jahrhundert wahrscheinlich. Die Statuetten neben den Paraderüstungen wurden aus dem Inneren des Kessels auch 7 Bronzestatuetten sowie 11 Sockel geborgen. Alle Statuetten hatten sich durch die lange Lagerung im Boden von ihren Sockeln gelöst. Durch genaue Beobachtung der Lötspuren war es im Rahmen der ersten Restaurierung möglich, die Figuren wieder mit ihren ursprünglichen Basen zu verbinden. Für 4 Sockel müssen die ehemaligen Figuren als verloren gelten. So, hier sehen wir nochmal diese 4 Sockel der verloren gegangenen Statuetten. Alle Götterfiguren wurden im Wachs-Ausschmelzverfahren hergestellt und mit Ausnahme des Amor in Vollguss ausgeführt. Also hier nochmal diese 4 zentralen Figuren. Das sind Fortuna, Genius, Lameco, Amor. Also nochmal Fortuna, ganz links, sieht man doch irgendwie, oder? Füllhörner oder so. Genius, La und Merkur. Merkur kennt man auch. Der hat hier oben die schönen Flügelchen. Die Flügelhelme. Und was daneben noch? Der hat Flügelfüße, nur das sind Flügelschuhe. Aber egal. Okay. Und hier rechts, drei. Tanzender La, Amor und Genius. Ein tanzender La, ein Amor und ein Genius. Ich wusste jetzt nicht, wer hier wer ist. Ich würde sagen, Amor ist der in der Mitte, weil der auch als einziges nicht im Vollguss ausgeführt wurde. Ah, ja. Wahrscheinlich, weil er so groß ist. Amor. Ah ja, die Liebe. Was ist denn das für eine coole Religion? Okay. Okay, und nächstes Thema. Dann ein Kupferkessel. Mhm. Fragment, hier haben wir es. Eisenfunde und Waffen. Eisenfunde hier unten. Und Waffen. Unter anderem Langschwert, glaube ich. Und Lanzenspitzen, Dolchlingen, alles. Mhm. Ja, und dann geht's weiter mit Landwirtschaft und Werkzeugen und Transport. Das ist schon ganz cool eigentlich. Da oben links liegen eine Säge, ein Sägeblatt und so. Wo ist die Baumsäge? Ganz oben links. Das ist die erste Nummer. Und was ist da oben rechts? Was sind diese langen Dinger? Die 4. 4 sind Wagenteile, Nägel und Beschläge. Mhm. Kommt von einer Villa Rustica hier. Los geht's. Naja, das ist also eine Paraderüstung einer Frau. Ja, zumindest mit weiblichem Kopf. Ja. Und hier eine Paraderüstung wieder aus dem Typ Alexander-Typ. Wie also vorne schon gesehen. Aber der ist kaputt. Mhm. Aber hier ist auch ein Hinterkopf dabei. Und das ist das Fragment einer Rossstirn. Die anderen sind ja sehr, sehr gut erhalten. Mhm. Und das existiert wahrscheinlich, wenn diese persischen Typen nachgemacht hier aus Ton. So. Soll ich sagen, dass man ja nicht immer was sagen muss? Das passt jetzt genau richtig. Und weiter geht's in den nächsten Raum. Was erwartet uns hinter diesem Durchgang? Ja, ich hätte gerne auch Informationen dazu. Also, was ist ja mal eine interessante Vitrine. Hier geht's darum,
was und wie und wann hier in dem Gebiet passiert ist. Erstmal frühe Kaiserzeit, so Augustus und Tiberius und Caligula und Claudius und Nero. Die kommen hier an und erobern das erstmal. Dann kommen wir in die flavische Dynastie. Und das ist alles hier auf blau in der Karte. Und dann die späte Kaiserzeit, das ist auf grün. Ganz schön kompliziert, ganz schön komplex alles hier. Genau, dann in der Mitte Straubing. Hier sehen wir also mittlere und spätere Kaiserzeit oder mittlere Kaiserzeit, die zwei verschiedenen Zeitachsen. Genau, man sieht hier in Straubing, natürlich ganz wichtig, zwei Häfen. Einmal ein Real, das ist der blaue ausgefüllte, der also irgendwann in der flavischen Zeit oder unter Nerva eingerichtet wurde. Und dann noch einen vermuteten in Grün später. Das eine ist der Donauhafen. Und das andere ist der Mainhafen. Ja, man hat versucht, eine von Straubing aus einen Mainhafen zu bauen. Also der Witz mit den Häfen ging eigentlich so, dass bei dem Wikipedia-Artikel steht, Straubingen an der Donau war mit einem Donauhafen versehen. Ach nee, ich dachte mit einem Mainhafen. Ja, sofort. Schriften, das ist doch mal cool. Wow. Kannst du auch immer so drüber und so zeigen, wie das wirkt. Also eins interessanter ist das nächste. Mensch, sind die alle gut. 1, 2, 3, 4 Militärdiplomen, da oben noch 2. Oh, Militärdiplom. Und hier Ehrenvolle, das ist alles erklärt. Und was geht hier drüben noch? Da geht es um was ganz anderes. Also hier ist immer coole Schrift. Die Ehrenvolle Entlassung. So, die Ehrenvolle Entlassung, Honesta Missio. Das ist also das, was hier niedergeschrieben ist in diesem Militärdiplom. Die Soldaten der Hilfstruppen wurden nach 25 Dienstjahren entlassen. Bei diesem Anlass wurden ihnen vom Kaiser das römische Bürgerrecht und das Eherecht verliehen. Dieser kaiserliche Beschluss wurde im Zentrum Roms ausgehängt. Die Soldaten konnten davon eine beglaubigte Abschrift anfordern und so ihre Rechte nachweisen. Diese Abschrift bezeichnet man als Militärdiplom, wie hier zu sehen. Die Diplome bestanden aus 2 mit Draht verbundenen Bronzetafeln. Die Innenseite enthielt den genauen Text der Verleihung. Um Missbrauch vorzubeugen, wurden die Tafeln versiegelt. Die eine Außenseite wiederholte den Verleihungstext, die andere trug die Namen und die Siegel der Zeugen, die die Richtigkeit des Inhalts bestätigten. Der Verleihungstext ist immer nach demselben Schema aufgebaut. Nach der Nennung des Kaisers folgen die Aufzählung aller Truppen der jeweiligen Provinz, aus denen Soldaten entlassen wurden. Die Nennung des Statthalters, die Aufzählung der verliehenen Rechte und die Nennung der amtierenden Konsuln. Die meisten die Militärdiplome, die aus dem gesamten Imperium bekannt geworden sind, stammen aus der Provinz Rätien. Sie geben einen guten Einblick in die wechselnde Stärke und Zusammensetzung des rätischen Heeres. Das ist was Besonderes. Das ist wirklich cool. In Weißenburg gab es meiner Meinung nach nur 1 oder 2 Militärdiplome. Mhm. Aber die waren perfekt. Weil halt umfassend so. Rätien. Straubing. Sorio Durum. Regensburg, Castra Regna. Naja, Regensburg war nochmal ein bisschen größer, ne? 5000, eine Legion, 1500. Ja, Castra Regina. Und was gibt es da noch für eine Stadt? Passau, Ad Bataros. Auch wie interessant. Wiegt der gesamte Römerschatz. Nicht ganz 60 Kilo. Das ist ja ein cooler Einblick, wie das mal hier ausgesehen hat. Das ist aber sehr, sehr gut gemacht, dieses Video. Wer hat denn das gemacht? Boah, das sieht gut aus. Rechtszeichen. 70 bis 170. Das ist so, was man sieht. Ja. Was sieht man hier? Ja, das Bad. Stimmt, glaube ich. Da ist wieder dieser Plan. Und das Bad war hier so. Wo ist das denn hier? Ganz schöne Stadt. Oh, ein Grab. Eberfeld. Ganz im Osten, also östlich des Ostkastells. Südöstlich. Sieht man das gerade hier? Was sieht man hier? Das sind die Funde aus dem Grab. Ach, so sah das aus, als man die gefunden hat. Und was ist das? Das ist wieder so ein Plan. Was ist da? Was ist? Das ist das Gräberfeld. Das ist das Gräberfeld und hier ist das Westkastell, Ostkastell und unter dem Ding hier ist spät das 5. Kastell. Jeweils 2. Sorvio Durum bestand aus nicht weniger als 5 historisch aufeinanderfolgenden Kastellen. Wir haben so die Vicus, also wie das. Hier gab es diese verschiedenen Bezeichnungen für die Dörfer davor. Oh, cool. Ja. Oh, das sind die verschiedenen Bauernhöfe.
Wo sind denn die wieder? Die Villa Rustica, da wurde doch dieses Ding auch gefunden. Hier sieht das Ding auf der Karte besser. Die sind alle südwestlich. Oh, da ist der Schatz. Schön hergerichtet, der Schatz. Im Jahre 2000 haben die angefangen, das Museum neu zu machen. Sie können es aber noch neu machen, oder? Ich finde ja, besonders am Anfang war ich erstmal verwirrt. Was ist denn das für ein Ding? Das könnte man ja auch davor bauen. So als Lust machen, wie im Film davor. Weißt du? Muss man hier ein nachgemachtes Schiff dieses Donauhafens. Der Donauhafen war ja oben links. Der einzige Hafen am ganzen Donaugebiet, der wirklich gesichert existiert hat. Und hier ist das echtes Holz aus dem römischen Hafen von Straubingen. Den haben wir gefunden und freigelegt. Bestimmt gab es in Regensburg auch einen, aber wir wissen nicht so genau wo und so. Wir haben uns sich mal angeguckt. Das ist schon archäologisch relativ klar, dass das wirklich ungefähr so ausgesehen haben müsste. Ja. Naja, also, ich war die genauen Form nicht, aber so von der Karte her schematisch. Schon ziemlich geil. Ich schätze mal, dass jetzt irgendwann gleich wieder da ist, wie wir schon waren. Ja, wann denn? Dann habe ich das alles. Ich denke, bald. Na los, was sehen wir denn hier? Westkastell. Ist das das Größere oder das Kleine? Das Kleinere ist am Hafen. Das Äußere, der vier Gräben drumherum. Und davor ist die erste Marktstadt. Ostkastell, zweites Kastell. Da war es die Equitata Milaria, die Halbbrettner. Und danach kommen die Vogels. Und die kommen aus Persien. Nein, Palästina. Aus Syrien. Palästina. Palästina. Halbbrettner syrische Bogenschützen. 107, 116 bis 270 danach nach Christus. Ja, die Germanen haben die da so ein Gesicht aus dieser Zeit. Da dachte ich, wann ging das hier alles unter? Hier ist noch ein anderer Teil. Hier gibt es noch ein Gräberfeld. Das ist spät. Das hier ist das dritte, das kennen wir schon. Das Tellbad. Schöne Gegend eigentlich. Ja. Bisschen dekadent, oder? Naja, so dekadent auch nicht. Die leben ja ganz primitiv und normal. Aber die haben Sklaverei, diese Paraden, diese Religion. Alles ist so anders und so komisch zu dieser Zeit, oder? Das hat unheimliche Faszination auf mich. Ja, hier sieht man es gut aus der Luft, wo sich die römische Stadt befunden hat. Hier noch mehr Informationen zu diesen Helmen. Das ist ja auch interessant. Ich glaube, die korrelieren wirklich mit der Zeit, als hier unterschiedliche Kohorten stationiert waren. Und das sind die ältesten. Das ist ein Helm vom Typ Weisenau. Sehr viele Waffen. Wenn hier... Reflexbögen. Es ist halt schwer, sowohl Witze zu machen, als auch aufzunehmen, Witze zu machen. Hier ist der nächste Raum. Das unterscheidet sich ja doch schon sehr stark von dieser primitiven keltischen Töpferei. Wo kommt Südgallien, in der Tat. Terra Sigillata, so das feinste römische Schwäche. Vom Mittelgallien, Ostgallien und aus Rheinzaber. Und das hier, das muss also die Nachfolge so des keltischen Typs sein oder was? Die ist ja auch schick geworden. Gemacht? Welche sind das dann? Die da das? Ja. Oder die? Alles. Das ist bestimmt sowas wie Terra Nigra. Ach, so. Terra Nigra. Finde ich gut. Die schwarze Töpferware. Mhm. Und wer hat die gemacht? Terra Nigra. Terra Nigra. Ja, und wo kommt's her? Wahrscheinlich aus Rätseln tatsächlich hier im Umkreis, aber steht nicht explizit da. Das lokale Zeug, so die Nachfolger von diesen keltischen Waren, oder? Die sind ja eigentlich ganz schick, aber das Terra Sigillata ist trotzdem immer noch fein. Ja. Diese römische Ware, kann man schon sagen, die hat schon viel Luxus. Wo ist denn hier der römische Luxus? Beleuchtung? Ja, das ist ja römisch. Fensterglas. Ja, das hatten die Römer noch. Und eine Waage. Okay. Münzen. Ja, die Kelten hatten auch Münzen, aber nicht so. Viel mehr Warenverkehr. Na gut. Was ist denn auch nicht sowas? Was haben wir denn noch? Fibel. Ja, was sind Einzelfunde? Ring und Haarnadel. Schmuckkästchen. So, hier. Oh, warte mal rein. Ach, das ist natürlich auch römisch, oder? Das haben die Kelten auch nicht. Wenn wir nicht so luxuriös leben.
Das ist aus diesem kleinen Apsisgebäude. Also da. Tja, heutzutage ist es natürlich im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Religio Romana. Hier ist ja auch spannend. Die Wandmalerei wurde erst Mitte des 2. Jahrhunderts angebracht und dann in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts schon wieder abgemacht, um sie dann in den Bauschutt zu kippen. Sinnvoll. Die gibt es tatsächlich auch im Jupiter durch Ineos. Wie immer. Oh, wo ist er? Kann man ihn sehen? Nur die Chines. Ich weiß nicht, ob es irgendwo anders hier jetzt ist, ein Bild davon, aber... Und dieser Sabatios ist tatsächlich auch selten. Also das ist ja alles. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, woher weiß man, wie der hieß? Tja, man kennt ihn anscheinend von woanders her und hier wurden halt Kultgegenstände gefunden, die sehr ähnlich verziert sind, wie die mit Sabatios zugeordnet werden. Vielleicht gibt es da noch im Volksmund Geschichte. Ist ein orgiastischer Kult. Hier, und vor allem diese Orgien, Orgien. Ja, tatsächlich. Diese Orgien. Hier gibt es eine Kultgrube, wo die ganzen Sachen drin lagen. Ja. Und in dieser Kultgrube waren weit über 100 Trinkbecher und das belegt die ekstatische Ausrichtung der Mysterien. Wow. Nur weil da 100 Becher drin liegen, sind die alle in einem Teil, oder? Nee, oder zumindest nehmen die alle Drogen oder was? Was ist denn der Trick gewesen? Sehr kurios. Komisch. Nanquam ius et quam bene vixeris referet. Nicht wie lange, sondern wie gut du gelebt hast, zählt. Ante mortem nemo beatus. Vor seinem Tod ist niemand glücklich zu preisen. Das ist der zweite Teil des Museums. Steffen, lass mal gucken, was hier so steht. Jo, lies einfach los. Die Villa Rustica am Arlburger Hochweg gehört zu den am besten erforschten, zugleich auch zu den ältesten bekannten Villen im Goldboden. Aha, Goldboden. Ich weiß auch, einen Bezug gab es schon 1914 und 16. Ach so, aber es ist römisch. Lies mal noch weiter. Das Hauptgebäude ist sehr in Baufasern auf Fies, weil eine symmetrische Anlage von etwa 48 mal 24 Metern Aussehen dran. Wie groß? 48 mal 24. Was, Meter? Ja. Und? Nach Norden zum Eilach war hin, wenn sie gefunden sind, das zwei Eckrisalite. Was ist ein Eckrisalite? Die durch eine Terrasse und einen Portikus miteinander verbunden waren. Man sieht einfach ein Eckrisalite, ist das da. Wo ist denn diese Villa Rustica? Südwestlich muss die sein. Südwestlich? Südwestlich von Straubing. Oder südwestlich vom Militärlager. Ach so, noch weiter weg. In dieser schicken Villa. Oder bei dieser Villa. Ja, 150 Meter nördlich. Sag mal, kann man auf diesem Plan erkennen, wo der Schatz vergraben wurde? Nö, ne? Oder weiter weg? Oder vielleicht? Weiß man genau, wo der Schatz gefunden wurde im Verhältnis zur eigentlichen Villa Rustica? Wir gucken von Süden auf die Villa, das ist der Haupteingang. Und 150 Meter nördlich, also dort hinter, dort wurde der Schatz gefunden von Straub. Dass auch das Gebiet dieser einen Villa drei Wohnblocks draufbauen können. Krass, das sieht mal, wie groß das ist. Genau, bautechnische Neuerungen hier. Eckrisalit, genau dieses Teil, was gerade zu sehen ist hier. Ein Eckrisalit. Ja. Nach Norden hin. Oho. Eckrisalite. Bautechnische. Eckrisalite. Rechts hinten, links hinten. Die, das sind's. Genau. Mal sehen, was es noch für bautechnische Neuerungen gibt. Wir sollten es ein drittes machen. Nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil humine, nihil libero dignius. Nichts ist besser als die Landwirtschaft. Nichts ergiebiger, nichts angenehmer, nichts eines Menschen, nichts eines Freien würdiger. Cicero de officiis. Ein Reliefblock von einem Grabmonument. Für Flavia ist die 18 Jahre lebte, für Tonia Impitata, die 9 Jahre lebte, hat Julia Victorina, die liebende Mutter, zu ihrem Lebzeit nur diesen Grabstein machen lassen. Irgendwas aufnehmen, Wichtiges? Ich verstehe noch nicht, was ein Weinheber ist. Ach, das ist ein Weinheber. Das ist offensichtlich eine Lampe. Zwei Becher und ein Weinheber. Zwei Becher und ein Weinheber.
7 Ziegelbrennöfen. Okay, cool. Oh, ein Münzschatz. Ave Vita, sei gegrüßt, du mein Leben. Dieser Spruch kann vom Trinker sowohl auf seine Freundin als auch auf den Wein bezogen werden. Wie geil ist denn das? Und direkt weiter, was sehen wir hier? Eisenhort aus dem Südvikus. Ja. Cool. Und hier? Spätrömische Gürtel. Hier wird es offensichtlich spätrömischer Ringschmuck. Spätrömisch. Ich finde das gut, dass es auch chronologisch geordnet ist. Und hier nochmal dieses Highlight. Dieser Münzschatz, da würde ich auch noch mal was lesen. Ich lese mal das vor, einfach so. Münzschatz aus Kirchmatting, GTE Salching, Landkreis Straubing, Bogen. Bei der Feldbestellung wurde in der Nähe von Kirchmatting im Frühjahr 37 ein mit römischen Silbermünzen Denare gefülltes Tongefäß ausgeackert. Von dem Fund wurden 1169 Münzen erfasst. Wow, so viele Münzen. Steffen, liest du doch mal. Und wenn die Frage kommt nach einer Zahl, machst du zu einem Quiz. Von den fünf Worten noch, wie viele Münzen erfasst? 1169. Und gemerkt, das sind viele Münzen. Einige Stücke gingen verloren. Etwa die Hälfte des Fundes konnte vom Gäubodenmuseum erworben werden. Ach, der Rest ist doppelt so. Der Rest ist heute verschollen, steht hier. Ach, so liegt es nahe, den Germaneneinfall von 233 als Ursache für die Verwahrung zu sehen. Ach so, die ältesten Münzen da drin. Wie alt sind die jüngsten Münzen? Ja, 232. Sehr bemerkenswert, hier finde ich diesen Viehbrennstempel. Also da Viehbrennstempel. Buchstaben in ein Vieh brennen konnte. Jetzt geht's sozusagen in die letzten Jahrhunderte. Das wäre natürlich so 4. 5. Jahrhundert. Oh. Da wird alles kleiner und verfällt und geht schon den Bach runter. Ja. Wo geht's denn hier los? Die spätrömischen Gräberfelder. So eine Überblickstour, was da alles noch kommt. Dies und jenes. Und das ist aber aus dem 3. bis 5. Jahrhundert. Insgesamt wurden hier anscheinend 107 Gräber völlig begraben, ausgegraben. Fotografiert, wie die Ringe dran machen. 24 Ringe am einen Tisch und ein Ring am anderen. Ästhetisch, warum? Die spätrömischen Gräberfelder. Auskunft über die damalige Bevölkerung geben 3 Gräberfelder. Das westliche Gräberfeld ist schon seit dem späten 19. Jahrhundert bekannt. In wenigen erhaltenen Beigaben nach erstreckte sich seine Bewegung vom späten 3. bis zum frühen 5. Jahrhundert. Zwei weitere Features Atzelburg 1, Atzelburg 2, Atzelburg Moss. Das Gräberfeld Atzelburg 1 wurde durch 107 Bestattungen fast vollständig erfasst. Die Belegung setzt am Ende des 3. Jahrhunderts ein und reicht bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts. Die Beigaben zeigen deutliche Zivilelemente, sodass hier überwiegend die sozial geringer gestellte Zivilbevölkerung bestattet worden sein dürfen. Der Friedhof als Atzelburg II ist mit 44 Gräbern nur in Ausschnitten bekannt. Seine Belegung setzt etwas später ein und reicht offenbar nur bis ins 1. Viertel des 5. Jahrhunderts. Die Lage des Gräberfeldes näher am Hafen und am Kastell sowie die deutlich reichere Beigabenausstattung zeigen, dass hier wohl vor allem die Angehörigen des Militärs bestattet sind. Hauptsache spät ist es. 3. bis 5. Jahrhundert. Weiter geht's. Weiter geht's. Späte Römer, frühe Bayern. Alte Strukturen, neue Herren, neue Kulturen. Die germanische Kultur hält Einzug. Ein Germaneneinfall schneidet Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus die römischen Truppen in Straubing von der Versorgung ab. Ui. Deshalb nutzt man vermehrt germanische Produkte statt römische Waren. Zeitgleich findet eine verstärkte Zuwanderung von Germanen statt. Siedler aus dem Römischen Reich und Germanen bilden in der Folgezeit einen Bevölkerungsmix. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts wird schließlich das Straubinger Kastell aufgebaut. Also, sagen wir mal, 395 nach Christus wird hier das Leben schwer. Und zwischen 450 und 500. Naja, gut. Ein Bevölkerungsmix ist ja auch spannend. Aber es ist eben nicht mehr römisch. Wann haben die Vandalen Rom geplündert? Was passiert denn jetzt? Römische Restbevölkerung und Germanen bilden neue Bevölkerungsmix. In dieser Region gibt es Einflüsse durch Bajuwaren, Franken, Thüringer, Rugier, Heruler, Langobarden und durch Ostrom. Zerstörung römischer Städte an der oberen Donau. Abzug der römischen Eliten nach
Italiener, die müssen das Kernland verteidigen. Oströmischer Kaiser Zenon mischt sich ein. Na gut. Zenon entsendet aus Byzanz Truppen nach Italien. Ja, ich befinde mich gerade hier in Rom. Sieg und Machtübernahme durch herrführte Theodoric. Sie befriedigt sich noch einmal. 551, das erste Mal die Erwähnung von Bayern. Und bereits 555 lernen wir von Venantius Fortunatus über Verbreitung und Stärke der Bayern folgendes. Ja. Wenn der Weg frei ist und dir nicht der Bayer entgegen tritt, der den Brenner besetzt, überquere die Alpen, die der Inn mit starkem Strudel durchfließt. Jo. Aha. Da tritt dir der Bayer entgegen. Bayern gefunden und die Entstehung Straubings. Hier. Langobardischer Schildbeschlag. Okay, das kann ich auch merken. Burgunder, Alemannen, Bajuwaren, Langobarden. Familie der Adilfinger. Bayern, Bayern, vielgestaltig. Und Dresden und so. War's hier. Frühe Bayern. Gräber und Siedlungsvielfalt. Mhm. So sieht ein echter Bayer aus. Aus einem Grab von 793 doch. Oh, die echten frühen. Straubing haben die hier die Macht übernommen. Hier einmal rechts. Oh, viel Schmuck. Aber jetzt sind wir auch schon langsam im frühen Mittelalter. Wir sind hier. Wir müssen. Hier, man sieht so grob das römische Fort, oder bilde ich mir das nur ein? Hier ist das ganz große Fort runter und hier so das Westfort. Hier ist der Fluss und hier ist dieser Park. Was bedeutet denn eigentlich der römische Name Sorviodurum? Wo würdest du denn die Akzente hinsetzen? Sorviodurum. 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 Ich würde Sorviodurum sagen. Sorviodurum. Ist ja sehr englisch. Für Südbayern fallen in der Liste bei Karl Dietz die keltischen Namen. Ist also schon mal keltisch. Bragodurum, Carodunum, Parodunum, Sorviodurum und Vernaxamodurum auf. Aber Durum heißt so viel wie Burg, befestigter Platz, Forum, Deutsch Turm. Durum, bin ich mir doch relativ sicher, ist ein keltischer Ausdruck und heißt so viel wie befestigter Ort, befestigter Platz oder auch ein Wort für Forum. Und es ist verwandt mit dem deutschen Wort Turm und dem lateinischen Wort für hart. Hart, stark, weil so ein Platz, wenn er hart ist, auch verteidigbar ist. Sie sind von Ptolemaios, der Tabula Peutingeriana. Da steht drauf Sorviodurum und ist ungefähr dabei Straubing. Das wird also schon der Ort sein. Sorviodurum ist Straubing. Und auch der Notitia Dignatatum überliefert, aber können nicht genauer lokalisiert werden. Welches der Forts zum Beispiel ist es denn genau? Oder bezieht sich vielleicht auf einen Hügel 10 Kilometer weiter? Ja, so genau ist es nicht, diese Karte und auch diese Iters, diese Reisewege. Denn es gibt keine Namenskontinuität in die nachrömische Zeit und entsprechend sind für diese Orte auch keine latenzeitlichen Siedlungen bekannt. Latenzeitlich keltisch? Wir wissen nicht genau, wo diese keltische Siedlung sein soll. Es ist also völlig unklar, wie diese Siedlungen zu ihrem Namen gekommen sind. Sorviodurum Etymologie, Lösung römischer Name für Straubing. Das kommt vielleicht von Soruio, of unknown meaning, unbekannte Bedeutung.